Herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank auch, dass Sie uns die Gelegenheit geben, hier nochmal aus Sicht von Bayern das Thema zu beleuchten. Ich habe einen PowerPoint-Vortrag mitgebracht. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal den Bildschirm freigeben. Ich kann auch gleich sagen, auch bei mir hat heute die Technik zugeschlagen. Mein Redemanuskript ist heute Morgen in dem Nirvana des digitalen Äthers sozusagen verschwunden. Ich muss das jetzt also alles aus dem Kopf halten. Deswegen bitte ich gleich von vornherein zu entschuldigen, falls es irgendwie zwischendurch ein bisschen hapern sollte. Sie haben ja vorhin, wir haben ja vorhin gerade gehört, Natur im Urlaub ist ein ganz wichtiger Punkt für die Urlaubsmotivation. Das sehen wir auch in Bayern. Natur im Urlaub ist insgesamt für, also jetzt kann ich hier nicht weiterklicken. Jetzt geht's. Natur im Urlaub ist für Bayern laut der aktuellen Reiseanalyse sogar das drittstärkste Motiv für eine Reiseentscheidung in den Freistaat. Und wir haben auch schon in 2019 nochmal ein Sondermodul untersuchen lassen, wie wichtig Natur im Urlaub ist. Und da ergeben sich wirklich ganz spannende Einblicke, was wir auch gerade schon gehört haben vom Professor Quack, wie er das genannt hat, die demütige Eingliederung. Da sehen wir hier auch 46%, für 46% der Bayern-Interessierten, die ist Natur im Urlaub quasi wichtig, das Naturerlebnis. Nur für 11% ist es wirklich wichtig, Natur als Kulisse zu erleben. Und wenn man das nochmal hinterfragt, was denn eigentlich für die Bayern-Interessenten dazugehört, dann bestätigt sich das auch, was wir gerade eben gehört haben, die Natur und die Landschaft genießen und in der Natur sich bewegen oder auch möglichst ursprüngliche Natur erleben, steht ganz oben auf der Liste. Und was hat der Herr Rossmerkel auch gerade erwähnt hat, 80% derjenigen, die eben für die eine Natur im Urlaub wichtig ist, sagen, Bayern ist der Ort, der meine Bedürfnisse erfüllen kann. Insofern bin ich sehr, sehr positiv, wenn der Tourismus wieder anlaufen wird und diese Sehnsucht nach der Natur noch stärker wird, wie wir gerade vom Professor Quack gehört haben, dass Bayern da wieder ganz vorne dabei sein wird. Ich möchte jetzt mit Ihnen aber auch einen kurzen Blick werfen, wie hat sich denn dieses Motiv Natur im Urlaub in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Woher kommt es eigentlich? Und hat sich immer dieser Blickwinkel auf das Thema Natur im Urlaub? Ursprünglich geht es zurück eben auf die Sommerfrische im 19. Jahrhundert. Muss ich, glaube ich, nicht erwähnen, war damals Privileg des Adels und des Großbürgertums, die eben ihre Sommerresidenzen in den Sommermonaten aufgesucht haben, um eben dieser urbanen Stadtgesellschaft zu entfliehen. Das Großbürgertum ist nachgezogen, die haben ihre Landhausvillen gebaut, aber die Sommerfrische per se kam dann eben, oder dieses Naturerlebnis per se kam dann eben auch mit dem Kleinbürgertum auf, und das war so die Grundlage des Tourismus, als damals die Beamten eben großzügige Urlaubsregelungen zugesprochen haben. Die konnten sich natürlich keine Landhäuser leisten und kamen dann im ländlichen Raum unter bei Gastgebern oder in Privatquartieren. Das war quasi so die Stunde des Natururlaubs auch. Das hat angehalten bis zum Zweiten Weltkrieg, kann man mal so sagen. Dann ist natürlich der Tourismus eingebrochen, diese Sommerfrische. Aber im Zuge des Wirtschaftswunders kam dann wieder der Tourismus extrem auf. Und auch hier sieht man, es stand eigentlich immer diese großartige Natur von Bayern im Mittelpunkt. Also hier sieht man vom Fichtelgebirge über das Allgäu, die Zugspitze, der Bayerische Wald. Das waren die Motive, die im Mittelpunkt standen und die Sehnsucht der Menschen damals eben befriedigt haben. Dann
kam, wenn man gemerkt hat, wie erfolgreich diese Natur vermarktet werden kann, dann schlug, ich sage es jetzt mal so lapidar, die Stunde der Produktentwicklung. Natur wurde eben in Formen gepresst und verkaufbar gemacht. Das ist ein ganz wichtiger elementarer Bestandteil, diese hochwertige Infrastruktur. Hier sehen Sie das aus einem klassischen Lehrbuch. Natur pur ist kein Produkt, sondern muss eben in Form gebracht werden. Es entstanden dann diese Wanderwege, die Radwege, auch Themenwege und so weiter. Und das ist die Grundlage eben auch für das Angebot aus der Region, von dem wir auch heute noch in Bayern schöpfen. Es hatte allerdings auch zur Folge, dass sich in der Produktkommunikation die Natur eher in den Hintergrund zurückgezogen hat, sondern in erster Linie eben das Produkt selber, also das Radfahren, die Radwege etc. im Mittelpunkt standen. Und das war eigentlich eine lange Zeit so eine klassische Werbung, das sieht man auch hier, oder Produktkommunikation. Das Radfahren stand im Mittelpunkt, aber eigentlich nicht die Natur, sondern die Tätigkeit an sich. Das hat sich sehr angenähert alles. Ich kann mich noch erinnern, ich bin vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren in den Tourismus gekommen. Einige wissen es, ich bin Quereinsteiger, und einer meiner ersten Tätigkeiten, die ich machen durfte, war einen Winterprospekt Korrektur lesen. Und Sie können sich vorstellen, es stand auf wirklich über 30 Seiten das Gleiche, nämlich wir haben x Kilometer präparierte Abfahrten, wir haben y Kilometer gespurte Loipen und wir haben z-Kilometer geräumte Winterwanderwege. Und die Natur, die großartige Landschaft, die lokalen Besonderheiten kamen eigentlich gar nicht vor. Im Gegenteil, wenn der andere noch geschrieben hat, er hat 5 Hütten, dann musste man noch schreiben, es waren 6 Hütten. Das hat sich inzwischen geändert. Inzwischen ist wieder die Besinnung darauf, was eigentlich die Region ausmacht und was der USP ist. Gleichzeitig auch zu diesen Produktentwicklungen entstand natürlich diese Entwicklung dieser Adrenalinkicks. Wir haben es vorhin auch beim Professor Quack gehört. Natur als Kulisse für die inszenierten Abenteuer. Dieses höher, schneller, weiter. Die Flying Foxes dieser Welt, die Rolling Coasters, Aussichtsplattformen, Baumwipfelpfade, aber auch inszenierte Übernachtungsabenteuer sind immer stärker in den Mittelpunkt gerückt. Hier sehen Sie zum Beispiel das Bubble, ein Bubble-Hotel, da gibt es verschiedene auch in Bayern, aber auch Schäferwaggons oder Übernachten in Igloos und Chaletdörfern, alles inszenierte Erlebniswelten in der Natur. Den Höhepunkt fand das natürlich in den 10er Jahren, als Instagram dann sehr stark aufgekommen ist. Vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Hashtag InstaRepeat. Wenn nicht, ich kann es jedem mal empfehlen, da reinzuschauen. Das ist sehr spaßig und sehr amüsant. Hier sieht man, wie extrem die Natur als Kulisse für die Selbstinszenierung dient. InstaRepeat setzt eben das ein bisschen so mit einem Augenzwinkern um, also diese gleichen, immer wieder gleichen Motive, die immer wieder gleichen Einstellungen, wo es wirklich darum geht, einfach nur noch sich selbst zu vermarkten vor großartiger Kulisse. Und sehr, sehr spaßig finde ich zum Beispiel das linke Bild mit den Paddeln. Also was lernen Sie daraus? Vergessen Sie auf keinen Fall Ihre rote Jacke, wenn Sie mal paddeln gehen. Also das ist wichtig. Aber man hat auch gemerkt, es ändert sich etwas. In den Nullerjahren kam mit dem Landlustmagazin zum ersten Mal auch wieder diese Sehnsucht auf, oder dieses Magazin hat sie bedient, diese aufkommende Sehnsucht aus diesen Megatrends, die sie da entwickelt haben, eben als Gegenpol auch. Und diese Sehnsucht nach Natur, nach Authentizität, nach Natürlichkeit, Entschuldigung. Und inzwischen gibt es ja Dutzende von diesen Magazinen, die alle unglaublich erfolgreich sind.
Wir nennen sie diese Heuballen-Max, die eben diese Sehnsucht wieder bedienen nach authentischen Erlebnissen, nach Natürlichkeit. Und das sehen wir im Tourismus auch extrem jetzt mit das neue, das Zukunftsinstitut hat es damals vor 2 Jahren auf den Punkt gebracht mit dem Thema der neue Resonanztourismus. Was zählt, ist eben nicht die Dienstleistung und auch nicht mehr das Produkt, sondern eben das Lebensgefühl, das erfahren werden will. Keiner möchte mehr Tourist sein, sondern jeder möchte eintauchen in die lokale Kultur. Jeder möchte Einheimischer auf Zeit sein. Es geht nicht mehr darum zu erzählen, wie lang das Frühstücksbuffet war oder wie sauber die Zimmer, sondern was für Erfahrungen habe ich gemacht, was für eine Resonanz habe ich dabei gespürt. Und da spielt die Natur eine ganz, ganz wichtige Rolle, gerade in Bayern, denn sie ist ein Alleinstellungsmerkmal. Sie kann ein USP sein, und zwar Natur im großen, im größeren Betrachtung, also mit dem lokalen Kultur verbunden. Und wenn wir das jetzt weiterblicken, habe ich mir erlaubt, mal 4 Thesen aufzustellen, wo ich glaube, wo sich das Thema Natur hin entwickeln wird und wie wichtig es für den Tourismus wird. Und auch da haben wir es vorhin schon gehört, in der Post-Corona-Welt werden eben diese authentischen Naturangebote eine völlig neue Wertschätzung erfahren. Und zwar sowohl von den Gästen als auch von den Einheimischen. Das sehen wir ja jetzt auch schon. Professor Quack hat es angesprochen, wie stark dieser Drang nach draußen jetzt ist. Ich habe viele Kollegen gesehen, die hier im Chat auch sind und dabei sind. Viele kommen aus Regionen, die zu kämpfen hatten in den letzten Monaten mit einem intensiven Ausflugstourismus, gerade eben in diesen Corona-Zeiten. Und ich glaube, das wird auch weiterhin anhalten, aber es wird auch eben eine neue Wertschätzung dieser Natur und der Naturangebote, aber vor allem diese authentischen Naturangebote erfahren. Das heißt, die Natur darf eben nicht nur Kulisse sein, sondern muss eben Teil dieses regionalen Lebensgefühls sein und auch als Teil der lokalen Kultur verstanden und auch erfahren werden. Und nur dann wird man auch als Tourismusanbieter erfolgreich sein. Also diese reine Inszenierung wird es weiterhin geben, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber diese Sehnsucht, ein Teil von dem Ort zu sein, den ich besuche, der wird weiterhin ganz extrem vorhanden sein. Deswegen glaube ich, dass eben Resonanzerlebnisse sowohl im Naturraum als auch im eigentlichen Lebensraum Grundlage sein werden für den touristischen Erfolg. Und dass wir uns darauf konzentrieren würden, müssen diese Resonanzerlebnisse, diese authentischen Erlebnisse zu schaffen und auch in Zukunft eben erfolgreich zu sein. Und da komme ich auch zum Abschluss, und das ist auch die These, mit der wir uns auch in die nächsten Jahre aufmachen werden. Für uns ist nachhaltige Tourismusentwicklung in Zukunft eben nicht mehr nur nice to have, sondern das muss eine Haltung werden von der Destination, denn Natur und Lebensraumerhaltung, das sind ja die elementaren Bestandteile des touristischen Angebots, und jeder von uns als Touristiker muss ja wirklich das Bedürfnis haben, das ureigenste Bedürfnis, das auch zu erhalten, um in Zukunft eben erfolgreich zu sein. Wobei aber nachhaltige Tourismusentwicklung eben nicht nur rein auf die Ökologie, sondern eben auf die soziale und auch auf die ökonomische Entwicklung abzielt. Das waren von meiner Seite. Ich möchte gerne schließen mit einem Zitat, das ich finde sehr passend ist für diese Aussage und für diese Thesen. Die Natur muss gefühlt werden. Das hat schon Alexander von Humboldt gesagt. Und ich glaube, die Corona-Pandemie und diese ganzen Megatrendentwicklungen haben dazu beigetragen, dass dieses Zitat aktueller ist denn je. Vielen Dank.